Okay, meine Lieben. Einzelne Welten. Bei Swati haben wir drei Wesenheiten, die Manager oder Bewahrer oder Verantwortliche für Stabilität und Entfaltung dieser Welt sind. R steht für Ra, das ist alter Sonnengott mit demiurgischen Fähigkeiten, Licht und Feuer, der Menschen zugeneigt. Gütig ist vielleicht nicht das Wort der Wahl, aber positiv, mächtig. M ist Metatron, wer da ein bisschen mit dem Christlichen sich auskennt, wird als Erzengel bezeichnet, ist eigentlich kein Erzengel, sondern Chef von Throne. Throne ist eine Gattung, so genauso wie Seraphim oder Cherubim, ne? Seraphim, Cherubim, Throne, und das ist Metatron, also der Chef von Thronen, heißt Metatron, das ist eigentlich kein Name, sondern Posten. Ja? Und P ist Prometheus, auch bekannter Titan mit demiurgischen Fähigkeiten, der auch an Erschaffung der Menschheit beteiligt war. Diese drei, die gut zusammenpassen und auch von Natur aus in diesem archetypischen Bereich von Patrix und Arel und auch Triane sowieso angesiedelt werden können, weil sie von hier sozusagen aus stammen. Ja? Na gut, man könnte sagen, Prometheus hat auch Jarokraft in sich, aber sein Schwerpunkt ist hier. Deswegen ist es sozusagen Natur gegeben, dass diese und auch andere so geartete Wesenheiten diese Welt Menschen wachsen lassen, zur Entfaltung bringen. Was wir hier machen, ist kein Befehl. Wir können keinen Befehl diesen Wesenheiten erteilen. Das ist unsere Sicht. Wir sagen, liebe Schöpfung, es wäre schön, wenn diese Welt von diesen und diesen Wesenheiten bewahrt und entwickelt wird. Ja? Und wir haben die Wesenheiten hier und woanders so platziert, wo sie sowieso Affinität haben zu genau dieser Realitätsblase oder Wabe. Wir gehen weiter im Uhrzeigersinn und schauen, wer bei Kreosta der Verantwortliche ist. LTH. L ist Lucifer. Da-da-da-da. Genau. Das ist seine Heimat. Von hier stammt er. Zelo und Stam, dieser gigantische Zwischenraum der luziferischen Singularität. Er war nicht immer der Böse. Er ist Anti-Jiva nicht durch seine Natur, sondern durch seinen Eroberungszug durch die Welten. Das muss man verstehen. Aber diese Wesenheit ist Gott erschaffen und nicht aus Dummheit bei Gott, sondern es ist Licht, er hat eine Funktionalität in der Welt und genau genommen ist er nicht mal löschbar. Also es geht hier nicht mal darum, ob wir es können, sondern darum, dass es nicht mal gerecht wäre, sondern Zurückweisung in den eigenen Heimatraum ist ein Jiva-Akt. P ist der erste Buchstabe von Phanes, Phanes gesprochen. Auch ein in Vergessenheit geratener Titan, fast Demiurg, auch ein reines Lichtwesen, im Ursprung dem Lucifer sehr ähnlich, der Unterschied würde ich als warm gegen kalt bezeichnen. Phanes ist warm, sehr sonnig, weil vorige Komponente nicht gegeben ist, es ist reines Licht. Aber man kann sich das so grob vorstellen, Phanes ist sozusagen ein guter Lucifer oder eine reine Lichtwesenheit kann sich in dieser und dieser Form manifestieren, als kaltes und als warmes Licht. So, hier haben wir auf die zwei Waagschalen die zwei Kontrahenten und Zwillingsbrüdern und H ist die erste Buchstabe von Hyperion. Immer wieder bei uns aufgetaucht in die Vergessenheit geratene Titan des Lichts mit großer
Herrschaftserfahrung, sozusagen einer der ältesten Götter, damals noch Weltherrscher, der eine starke Machtkomponente in sich trägt. Ja, das ist ein mächtiges Licht. Und hier diese Konstellation ergibt gewisse Spannung, aber auch gewisse Einheitlichkeit der Kontrahenten. Das ist Krios da. Weiter im Uhrzeigersinn Sklar. S, S, K. S oben ist Zucht. Feuertitan. Mit gigantischer Kraft und auch Einflussbereich. Einer der wichtigsten Verantwortlichen für die Feuerreinigung des Planeten. Er waltet bereits. Das sehen wir schon auch in 3D an alten Bränden. Zurt, sein Reich ist im Moment deutlich größer als das, was wir ihm im Konzept von Sinir zukommen lassen. Und dennoch ist das gerecht. In der jetzigen Aufteilung hat er ein ganzes Muspelsheim unter sich. Ja? Und die Söhne des Muspelsheims oder aus einem anderen Kulturkreis Djinns genannt, Feuerwesen, sie machen jetzt das, was auch die Dämonen gemacht haben, nämlich Ausbreitung in anderen Welten. Für die Zeit der Reinigung ist das okay, in Ordnung, Jiva, notwendig, tolerierbar zu befürworten. Danach geht es darum, dass Surt seine Kräfte ins Sklarwelt zurückzieht. Und das ist der obere Teil von Sklarwelt, das heißt Agni-Bereich, auch wenn Sur auch Jarokraft besitzt. Wer reines Jaro ist, mit rassiger Komponente, ist der Satan, das ist die untere S. Satan, auch der bekommt einen Platz in der neuen Schöpfung. Auch eine Wesenheit, die nicht löschbar ist, nicht aus Dummheit erschaffen worden ist, sondern als eine notwendige, ewige Herausforderung an die Menschheit, ein ewiger archetypischer Gegner und das Prinzip Zerstörung, abgesehen vom Verhältnis mit dem Menschen. Und das Prinzip Zerstörung ist ein wichtiges Prinzip in der Schöpfung. Wir haben oft diese romantische Züge, ach, Zerstörung ist nicht nötig, Konflikt ist nicht nötig, schau deinen Körper an, wie viel Zerstörung da täglich läuft, auch Tötung von mikroskopischen kleinen Wesenheiten, die in dich eindringen, einfach nur ein bisschen Mangiare wollen und deine Leukozyten ziehen da ihre Schwerter und niedermetzen sie und fressen sie alles auf. Das läuft in deinem Körper millionenfach und stündlich und das ist die Grundlage deiner Gesundheit. Also, auch Satan als Prinzip Zerstörung ist eine gesundheitliche Komponente der Schöpfung. Zurt, Satan und Kronos. Kronos, ein Zeittitan, ein Herrscher, der nach Hyperion der Weltherrscher war. Zeit, Energie ist seine Quelle, man könnte sagen, er ist die Quelle. Eigentlich all die bis jetzt 6 beschriebenen Wesenheiten und auch die weiteren 3, die ich gleich beschreiben werde, sind Quellen. Das muss man verstehen, dass sie nicht darauf angewiesen sind, irgendwelche Menschen zu fressen und satt zu werden. Die erzeugen Überschuss an Energie und Information alle. Sie geben mehr als nehmen. Auch wenn uns manches davon sehr unangenehm erscheint. Sie sind nicht auf Nahrung angewiesen. Sie produzieren. Genauso Kronos produziert die Zeitenergie. Er ist ein sehr passender, naturgegebener Kandidat, um diese immense Polarität zwischen Surt und Satan auszugleichen und die Waage zu halten, obwohl hier diese Sprengkraft in dieser Welt am stärksten ist.
Wir gehen weiter. Riecha. Kurz habe ich diese Welt beschrieben. Wir sehen die Archetypen. Kern ist hier die Ankerung zwischen niedrig schwingenden feinstofflichen Bereich durch Smeh repräsentiert und Anfang der festen Schöpfung durch Stupa repräsentiert. Schnittbereich mit Spla ist Scha und Schnittbereich mit Wavi-Welt ist Golem. Ja. So, hier dieser niedrig schwingende, feinstofflich und grobstoffliche Welt ist der Welt auch der Materie. Ja. Ich habe diese Weltkunst angeschnitten, wo ich über Arichman erzählt habe. Und hier unten unter A ist Arichman. Arichman ist Haben, ist Stoff, ist Materie, ist auch Gier, ist auch jubelnde Stofflichkeit. Und auch ein archetypischer Gegner der Menschheit. Mit einem archetypischen Freund der Menschheit oben ausgewogen. Das ist Atlas. Atlas ist stupig. Atlas ist nicht ätherisch, was viele meinen, weil er Himmel hält. Nein, er hält Himmel ab davon, dass er auf seine Mutter Erde fällt. Und zwar im Auftrag von Gea. Atlas ist fest, stupig, massiv, mächtig und ein guter Ausgleich zum Arichman. Diese zwei mächtige Gestalten werden gut von Loki in die strategische Balance gebracht. L steht für Loki. Loki ist ein Strateg, Loki ist ein Titan, Loki ist auch ein Demiurg. War genauso wie Prometheus am anderen Ende der Skala an der Erschaffung der Menschheit beteiligt, auch an der Organik. Deswegen ist er auch hier, wo die sozusagen die Stofflichkeit, auch menschliche Stofflichkeit entsteht. So, das ist diese Welt, Riecha. Mavi habe ich geschildert, so diese lemurische, naturhafte Welt, wo die Junge selbst ein bisschen wie Indianer mit Bewusstseinstechnologien leben, nicht unbedingt auf Prinzip der Entwicklung dieser Welt, sondern Prinzip der Stabilität dieser Welt, sozusagen im Sinne dieser gesunde Kindergarten oder Schule, das sind ein bisschen schon Assoziation Lernen, aber so eine Spielschule, soll beibehalten werden und nicht zur Uni umgebaut werden, ja, sondern genau so soll es auch bleiben. Wen haben wir hier als Verantwortliche? D ist Demiurg, ja, Mensch der Demiurg, aber auch sehr stark Devas. Dimensionswesen habe ich erwähnt. Hier sind überall, in jeder Welt, Dimensionswesen enthalten. Man könnte sagen, jede Welt, jede dieser Realitätsblase oder Wabe ist ein Dimensionswesen. Dimensionswesen ist ein Raum oder ein Raumbewusstsein, das in sich gewisse Kriterien dann entwickelt und Wesenheiten beherbergt. So. D ist nicht nur Dimensionswesen, nicht nur Demiurg, sondern hier besonders stark Devas von Menschen und Pflanzen. Ist ein wichtiger Bestandteil dieser Welt, neben M, und das ist Mensch. Hier sind sie in einer direkten Interaktion, das ist ein Verbund, sie sind Verbündete hier. Mensch ist nicht so stark bei sich selbst und eigene Entwicklung und Zivilisation und Kultur, sondern viel mehr auf Natur ausgerichtet, mit Natur kommunizieren und nicht nur mit Tieren und Pflanzen, sondern eben auch mit Devas. Dieser Menschen, Devas, Tiere, Pflanzen, sie werden koordiniert, begleitet, nicht nur von Venedagis, ja, die aus der magischen Welt dort hier, also ein Schamane oder der Priester oder gütige Ratgeber da auch ab und zu inkarnieren, sondern auch von Regnas, von Jiva Regnas, von welchen, na, wer dann zum Beispiel an Ostara denkt, eine sehr passende Kandidatin, gute Mutter und auch für die Fruchtbarkeit sorgende Göttin. Wir spüren diese Welt und hier ist kein Titan zuständig gemacht. Hier geht schon die Verantwortung auf Menschen rüber und hier sind auch Regners.
Und wir haben es, wie ihr seht, nirgendwo, wir haben es nicht erdreistet, die Regner sozusagen aufzuteilen. Das werden sie schon selbst machen, anhand von Affinität und archetypischen Kräften, die sie in sich tragen. Und die Titanen haben wir auch nicht dazu verdonnert, sie sind einfach nur fixer Natur gegeben in diesen Ecken sowieso entstanden und stehen dort auch. Ja? Deswegen haben wir keiner hier irgendwo hingeschoben, damit das System passt, sondern das ist eine naturgegebene Aufteilung. Und bei der Selet-Welt sehen wir, dass Mensch und Regner hier mehr in Verbund sind und Devas, also Pflanzen und Tiere, etwas in den Hintergrund treten, aber koordinierende Rolle beibehalten, aber keine direkten Spieler mehr. Hier kommt Mensch endlich wieder in direkten Kontakt mit Regners, diesmal auf Augenhöhe. Und das wird auch dieser Prozess wird von Venedagis mitbegleitet, weil diese zwei Welten werden von uns mitbegleitet. Und die letzten werden die ersten sein, das sind wir, Venedagis. Hier sehen wir schon, dass Mensch übernimmt Koordination über diese Welt. Das heißt, er ist kein passiver, sondern eher zentral steuerndes Wesen in dieser Welt. Und sind sowohl Devas als auch die mürrigen Dimensionswesen. Devas, weil diese Welt auch sehr naturhaft ist. Und er sind Regners. Man könnte so sagen, dass Venedag-Welt sozusagen Synthese darstellt. Wenn Mavi These ist, Selet Antithese, sozusagen das zelterische Gegenteil davon, dann ist Venedag eher Synthese. Evolution, beschleunigte Entwicklung, Technologien, wie bei Selet, und Naturhaftigkeit, wie bei Mavi. Schaut auf das Bild nochmal an, begreift die innere Harmonie, innere Gerechtigkeit von Semir, spürt diese Ausgewogenheit, Lebendigkeit dieser Welt, wie viel Dynamik und Entfaltungsfähigkeiten dort gegeben sind, innere Schlüssigkeit, innere Logik. Das ist Varchat. Die Welt ist meine Art, sie zu sehen. Ich schärfe meinen Schöpferblick. War schaffen, war geben, war nehmen. Für den wahrhaftigen menschlichen Sieg. Für den lebendigen magischen Sieg, für den endgültigen kosmischen Sieg. Realität wird neu gesät, wird neu gemacht durch meine Macht. Realität wird neu gesät, wird neu gemacht durch meine Macht, durch Gott-Mensch-Macht, durch Schöpfer-Macht.